starten jetzt hier bei der Vatermedrigalm in See, gehen rüber zur Versingalp und dann weiter zur Ascherhütte, ca. 2100 Meter. Das sind ca. 500 Höhenmeter, was wir machen müssen da. Und hoffen, dass wir einen guten Schnee haben und ein gutes Wetter kriegen. Ja, ist auch schön, weil es einfach von der Bewegung her ist, man langsamer unterwegs und kann durch das auch mehr von der Natur aufnehmen. Gerade beim Runtergehen und so kannst du sicher bewusster die Natur wahrnehmen. Das ist ein bisschen was anderes als wie ein Skitouren gehen. Da ist eine super Abfahrt, da gehst du zu Fuß. Das ist ein Wahnsinns-Skitourengebiet, ein Schneeschuhwandergebiet. Der See eignet sich überhaupt ganz gewaltig für Wintersport, zum Schneeschuhwandern, zum Skitouren gehen, überhaupt zum Skifahren. Einfach ganz gewaltig, ein schönes, ein kleines, ein ruhiges, ein tolles Ski. Schaut euch mal die super Umgebung an. Der tiefen Schnee, wollen wir jetzt Anfang März haben. Überall jammern sie, dass sie keinen Schnee haben. Und wir da oben versinken im Schnee. Im Pulverschnee versinken wir da.